Ich hatte ja immer mal wieder gemeint, dass man mich super gern kritisieren kann. In den allermeisten Fällen gehe ich dann auch auf diese Kritik ein in meinen Livestreams und ich stelle mich dann den jeweiligen Ansagen. Und tatsächlich bekomme ich in letzter Zeit mehr Gegenwind ab als sonst und das ist ziemlich ungewöhnlich. Erst macht Ahmad ein wirklich sehr bodenloses Video gegen mich und jetzt kommt noch Sergio. Der hat auch ein Video gegen mich gemacht und sich als Monte-Fanboy geoutet. Was übrigens nicht schlimm ist, aber das sieht man dann im Laufe des Videos noch sehr deutlich. Doch die Frage ist, wer ist Sergio? Sergio ist 17 Jahre alt, ein richtiger Spaßvogel, Monte-Fan und hat nicht das Ziel, andere zu beleidigen. Das ist auch gut und wichtig und ich bitte euch, dieses Video soll kein Riesenfront an Sergio sein. Deshalb kann ich nur raten, geht nicht zu ihm rüber, beleidigt ihn oder schreibt irgendwie was extrem Negatives. Wenn ihr etwas kommentiert, bleibt sachlich, schreibt ihr positive Kritik, sodass er auch etwas daraus lernt. Kann. Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit seinem Video. Montana Blacks kritische Aussagen und Schulden bei Skurrus und Orange Morange. Ich habe damals ein Video gemacht, in dem ich Monte angeboten habe, sich mit mir auszusprechen. Leider hat mich Monte immer noch überall blockiert. Es gibt keine Option, mich unter vier Augen mit ihm zu unterhalten. Und genau deswegen kommt jetzt dieses Video hier. Ja, Alpha Kevin, ich frage mich echt, wieso Montana Black mit dir sich unterhalten sollte. Also jetzt mal ehrlich, warum sollte er das machen? Ich verstehe schon, dass du mit ihm gerne ein Video machen würdest, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber warum sollte er das machen mit einem Typen, der nicht mal 2000 Likes auf Insta hat? Warte, hat mich Sergio gerade gefrontet aufgrund meiner Instagram-Like-Zahl? Da hör mal so nicht, mein Lieber. Du willst gar nicht wissen, wie wichtig mir Instagram ist und der resultierende Fame. Aber kurz zu seinen vorherigen Worten. Nein, ich wollte nie ein Video mit Monte machen und erst recht nicht, um dann Fame durch Monte zu bekommen. Ich sagte sogar in meinem Video, dass ich, wenn dann das Gespräch unter vier Augen führen wollte, um die Missstände zu klären, die zwischen uns liegen. Schließlich scheint ja Monte ein persönliches Problem mit mir zu haben und das hätte ich gern geklärt. Gibt es dann trotzdem noch Menschen wie Monte. Er findet nämlich, dass Leute, die sich über die WM beschweren und sie boykottieren, einfach politisch korrekte Arschlöcher sind. Wie ist das so dein? Ja, man muss ja auch mal ganz fairerweise sagen, jetzt Real Talk, diese ganzen Arschlöcher, die im Internet einen auf politisch korrekt machen und sagen, oh, hier ein Katar. Nein, Alpha Kevin, er hat nicht politisch korrekte Arschlöcher gesagt, sondern er hat gesagt, dass diese Menschen Arschlöcher sind, die auf politisch korrekt machen. Das Gehirn nimmt diese Information auf und bewertet sie. Warte, ist es nicht kackegal, ob das politisch korrekte Arschlöcher sind oder Arschlöcher, die auf politisch korrekt tun? Das ändert doch rein gar nichts an meinem Punkt und meiner Aussage, dass Monte in diesem Punkt einfach Schwachsinn erzählte. Und du sollst mal aufhören, Sätze von anderen Menschen zu umformulieren, damit sie für dich vorteilhaft klingen. Was für einen Vorteil hat es mir gebracht? Ich verstehe gerade gar nicht, was er mir hier erzählen möchte. Offensichtlich selbst nicht mal über diese WM informiert hast und das Wort boykottieren nicht aussprechen kann. Haha, er kann das nicht aussprechen. Es wird es ja wohl etwas daran ändern, wenn viele Menschen die WM boykottieren. Denn je weniger Zuschauer, umso weniger Werbeeinnahmen, umso weniger TV-Einnahmen und umso unlukrativer wird auch das Geschäft und die Organisatoren haben dann am Ende des Tages weniger eingenommen. Okay, und jetzt werde ich auch meine Meinung zu dem Thema WM sagen. Ich verstehe es, dass Menschen boykottieren wollen und dass sie sich die WM nicht anschauen wollen, weil dort so viele Menschen misshandelt wurden und so viele Menschen gestorben sind. Weil wir Menschen natürlich sehr nette, freundliche und soziale Lebewesen sind. Es ist uns ganz wichtig, wie es anderen Menschen geht. Es ist uns ganz wichtig, wenn ein paar Menschen sterben. Deswegen haben wir auch alle Nike-Klamotten, Adidas-Klamotten. Also mal ganz ehrlich, Doppelmoral ist vor allem zurzeit ein sehr großes Thema. Gut, jetzt hat er mich. Weil ich mich gegen die WM in Katar ausspreche, für Menschenrechte bin und im gleichen Atemzug Nike- und Adidas-Klamotten habe, bin ich ein doppelmoralischer Heuchler. Ich sollte aufgrund dessen am besten wirklich nie wieder Kritik bringen, solange ich noch Nike und Adidas Klamotten habe. Er bringt dann halt übrigens nicht einmal einen Punkt, weshalb und ob die Kleidung, die er dort gezeigt hatte, auch wirklich unter schwierigen Bedingungen hergestellt wurde. Und er zeigt dann später im Anschluss ein Video von Vietnam, wie dort die Leute ausgebeutet werden von großen Firmen. Und die Sache ist aber, dass die gezeigten Adidas oder Nike Klamotten halt nicht in Vietnam hergestellt werden. Die werden in Kambodscha und Ägypten hergestellt. Deshalb wäre es doch sinnvoller, auf diese Punkte einzugehen und wie dort die Produktion stattfindet, ob das schwierig ist oder nicht schwierig ist. Und ja, Adidas stand dafür schon in der Kritik, dass Arbeiter in Kambodscha nicht gut bezahlt werden. Und über die Herstellung von Kleidern in diesen Ländern kann man definitiv Kritik üben. Das möchte ich gar nicht absprechen. Das ist vielleicht auch gar nicht gut von mir. Diesen Punkt aber als Doppelmoral zu bezeichnen, weil man zu Recht Kritik an der WM übt und was Gutes vermitteln möchte, ist halt einfach Quatsch mit Soße. Aber sei es drum. Was wir daraus lernen können ist,
Sobald ihr noch Klamotten von Adidas und Nike im Schrank habt, solltet ihr niemals Kritik üben oder etwas boykottieren dürfen. Was ich damit meine, ist nicht, dass wir alles boykottieren müssen, sondern dass wenn wir sowieso vom Boykottieren reden, dann müssen wir alles boykottieren. Hä? Also er sagt, wir sollen nicht alles boykottieren, aber wenn man etwas boykottiert, dann sollte man alles boykottieren. Also hat das jemand jetzt von euch verstanden oder stehe ich gerade auf dem Schlauch? Also das bedeutet, wenn ich die WM in Katar boykottiere, dann sollte ich alles boykottieren. Keine Nike-Schuhe, keine Adidas-Kleidung, keine Sachen, die unter schwierigen Umständen entstanden sind, keine Lebensmittel, die unter schlechten Bedingungen hergestellt wurden und so weiter und so fort. Es ist nahezu unmöglich, das alles zu vermeiden, auch wenn es schön wäre. Und wenn ich nicht boykottiere, dann sollte ich aber generell auch nie etwas kritisieren dürfen, denn sonst ist man ja ein Heuchler. Das ist halt leider keine schlaue Gedankenweise und es ergibt halt auch einfach gar keinen Sinn, denn Kritik üben, um über Probleme und Missstände aufmerksam zu machen, ist wichtig und richtig. Auch wenn man vielleicht im gleichen Atemzug Adidas und Nike-Klamotten trägt. Die Menschen sind schon gestorben. Ich glaube, dass wenn wir boykottieren, wird das auch an der Sache nichts ändern. Wir können zumindest aus Respekt für diese Menschen, weil diese Menschen ja für uns gestorben sind, können wir uns die WM anschauen. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Also, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Aus Respekt der verstorbenen Gastarbeiter sollte man die WM schauen und supporten? Stimmt, denn genau dadurch löst man sämtliche Probleme in der Zukunft. Man sollte Katar definitiv belohnen, was sie mit den Menschen dort gemacht haben. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Dort sind Menschen gestorben, weil sie für ihre Familie sich Geld erhofften. Und es gibt Leute, die ernsthaft meinen, aus Respekt der verstorbenen Gastarbeiter kann man sich schon mal die WM anschauen und das System belohnen. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Wie kommt man auf den Gedanken, sowas zu sagen? Jeder muss letztendlich selbst für sich entscheiden, ob er die WM schauen möchte oder nicht. Aber die Rechtfertigung ist so unglaublich dumm und ergibt halt einfach zu 0% Sinn. Das kommt halt normalerweise nur von Leuten, die sich irgendwie ein gutes Gefühl machen wollen, wenn sie die WM schauen. Mehr aber auch nicht. Für mich persönlich wäre es eher respektvoll, wenn Nationalmannschaften zurücktreten würden, um ein gutes Zeichen zu setzen, dass man solche Umstände eventuell in der Zukunft nie mehr haben möchte. Aber das Supporten der WM ist doch das genaue Gegenteil. Damit fördert man doch genau diese Zustände, dass es völlig okay sei, dass man Gastarbeiter ins Land holt, um dann Stadien und die Infrastruktur erbauen zu lassen, nur damit diese dann sterben müssen. Und wenn niemand etwas dazu sagt und das auch noch befürwortet, dann erschafft man doch noch viel mehr Probleme. Kommen wir jetzt aber nun dazu, dass Sergio auch noch auf die Thematik mit Skurrus, Orange und Monte zu sprechen kommt. Orange, Morange und auch zu Skurrus, die ich tatsächlich hierbei auch mal in Schutz nehmen muss, wenn das stimmt, was sie dort alles sagen. Denn Orange und Skurrus werfen Montana Black derzeit vor, dass Monte ihnen mehrere tausend Euro gescannt hätte. Und so wie das aussieht, stimmt das sogar, denn sie können das mit mehreren Belegen zeigen, dass Monte ihnen Geld schuldet, beziehungsweise auch mal den Gameboy schuldet, im Wert von vielen tausend Euros. Beginnen wir aber hierbei chronologisch. Am 3. November... Ach, und auf einmal ist unser Held Alpha Kevin gekommen. Einfach ein Batman, ne? Und du sagst ja selber, dass du sie schützen musst, wenn das stimmt, was sie sagen. Das heißt also, du gibst zu, dass du dir nicht sicher bist, ob das überhaupt stimmt, was die sagen. Du sagst einfach, dass sie das beweisen können, aber das machen sie nicht. Zumindest Skurrus, der hat keine Beweise gezeigt dafür, dass Monte irgendwie schuldig wäre. Doch, hat er? Zu der Zeit hatte er doch schon Bilder geschickt und 5 Minuten nach meinem Video wurde dann auch bekannt, dass Orange, Skurrus und Monte das untereinander geklärt haben. Also, es ist offiziell, dass Montana Black Skurrus Geld schuldete und Orange einen Gameboy schuldete. Keine Ahnung, ob sich Sergio jemals darüber schlau gemacht hat, aber der Front gegenüber mir ist halt nachweislich nichtig. Du kannst auch nicht sagen, dass Monte ein Scammer ist. Es ist so, wie wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, dass du diese Person mit 1000 Euro gescammt hast und dann sage ich ja, dass du ein Scammer bist, weil diese Person das auch beweisen kann anscheinend, aber sie zeigt mir auch keine Beweise. Aber sie sagt ja, dass sie das beweisen kann und sie sagt, dass du gescammt hast, deshalb bist du jetzt ein Scammer und ich mache ein Video darüber. Das, ja, Bruder. Einfach dumm. Gut, ich habe echt wenig verstanden, was jetzt hierbei der Punkt sein sollte. Aber ich habe in meinem Video nichts als Fakt dargestellt, um mich rechtlich abzusichern. Dementsprechend habe ich nur auf die Vorwürfe und Anschuldigungen von Orange und Skurrus hingewiesen. Und natürlich kann man auch Dinge ganz haltlos gegen mich bringen, aber es würde halt nie bewiesen werden, weil es dann einfach nur Lügen sind. Bei Monte konnte man es beweisen, scheinbar stand auch etwas im Raum und deswegen konnten Vorwürfe getätigt werden. Und es ist sogar auch jetzt noch so, dass Monte unzähligen Streamern Pokémon-Karten
hatten, von seinem damaligen Pokémon-Stream schuldet. Bisher habe ich auch mit 5 YouTubern bzw. Streamern darüber gesprochen und jeder einzelne erzählte mir, dass er die Karten von Monte nicht erhalten habe, weil er es scheinbar verpennt hat oder so. Also waren die Vorwürfe offenbar durchaus berechtigt gegenüber Monte und in meinem Video habe ich da sogar Bilder gezeigt, die diese Anschuldigungen bestätigen konnten. Anschließend hat er dann meine gesamten Punkte nicht verstanden. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann empfehle ich euch, meine Reaction anzuschauen auf meinem Kanal InKev. Dort bin ich dann nochmal etwas detaillierter auf seine Aussagen eingegangen. Damit ihr aber versteht, weshalb ich überhaupt im Titel geschrieben habe, dass er ein Monte-Fan ist. Er hatte sich zum Schluss des Videos nochmal so richtig krass als Monte-Fan geoutet. Was übrigens nicht schlimm ist, aber ich fand es einfach lustig. Ach, und viele aus der Community von Alpha Kevin haben auch gesagt, dass Monte einfach so dumm ist. Und ich glaube, dass solche Menschen sich nie ein Real Talk von Monte angeschaut haben. Oder sie haben nicht mal wirklich drauf geachtet, was Monte sagt. Wenigstens sagt er wirklich, was er denkt. Ja, er ist mutig genug, um das zu machen. Er ist selbstbewusst genug, um das zu machen. Und er ist keine Puppe, so wie du, Alpha Kevin. Vielleicht kann er das Wort boykottieren nicht aussprechen. Aber er kann sich 100% viel besser als die meisten von euch ausdrücken. Und er hat viel mehr in seinem Leben erreicht. Und er hat viel mehr Lebenserfahrung als ihr alle zusammen Hosenscheißer. Also, ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Nur weil jemand mehr Lebenserfahrung hat aufgrund seines Alters, bedeutet das nicht, dass er besser ist oder dass er moralisch bessere Werte vertritt als andere Menschen. Glaub mir, Monte drückt sich wirklich nicht gut aus. Er macht des Öfteren extrem verwerfliche Dinge. Er kann augenscheinlich nur ganz schwer mit Kritik umgehen, denn sobald man valide Punkte bringt, blockiert er einen. Als man nämlich darauf hingewiesen hatte, dass seine NFT-Projekte, die er dort beworben hatte, eigentlich Scam sind, hat er auf alle geschissen, die Projekte weiter beworben, bis sich dann herausstellte, dass es wirklich Scam war. Und da musste er den Kritikern dann ungewollt auch noch recht geben. Und nein, Sergio, auch wenn du das so gerne haben willst, aber ich bin keine Puppe. Wenn ich doch eine Puppe wäre, müsste ich doch Monte die ganze Zeit loben, um ihm zu gefallen, dass er auf meinen Content reagiert und ich daraus extrem Profit schlagen kann. Aber ich stehe für meine Werte, ich kritisiere Dinge, die ich als verwerflich betrachte und wenn jemand ein Problem mit meiner Meinung hat, dann ist das so, dann muss ich damit leben. Aber ich bin weiß Gott kein Mensch mehr, der alles nachplappert, was irgendeiner vorgibt. Denn mittlerweile kann ich von mir selbst behaupten, habe ich eine gefestigte Meinung, die ich dazu auch noch begründen kann. Aber er kann sich 100% viel besser als die meisten von euch ausdrucken. Es ist jemand reingejoint, der sich ich werde erstmal simpel versuchen, die Traffic-Treiber zu installieren. Die neuen Traffic-Treiber. Da habe ich Spaß meines Lebens. Der ist echt gut. Ja, Achso, genau. Aber er kann sich 100% viel besser als die meisten von euch ausdrucken. Lüge!